Wenn du nur 5 Coins kaufen würdest, welche wären es? Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Warum setzt ihr euch immer so eine Grenze? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich so eine Grenze setzt. Weiß ich nicht. Aber wenn es 5 sein müssten, aus dem Stegreif heraus: Casper, Algorand, XRP, Chainlink, HBAR, Avalanche, Multiverse X muss mit rein. Ich würde bei 5 nicht aufhören, kann ich nicht. VeChain muss da auch rein, wenn ich es nicht erwähnt habe. AGX, Fetch AI muss da auch rein. DAG muss da rein. Cosmos, Polkadot. Ah, so viel. Ich weiß gar nicht, warum ihr das macht. Keine Ahnung. Interessiert mich nicht. Würde ich niemals machen, so 5 Coins da rein. Würde ich nicht machen. Warum? Warum soll ich das? Wir sind in einem Space. Wenn ihr euch das anschaut und wir uns die wundervollen Crypto-Bubbles hier mal ansehen, dann seht ihr doch eindeutig, in der einen Woche explodiert dieser Coin. In der anderen Woche explodiert ein anderer Coin. In dem letzten Bullrun haben die OG-Coins nicht so gut performt wie die neuen Coins, diese Metaverse-Coins, die NFT-Coins. Warum soll ich mich dann auf 5 Coins fixieren? Was, wenn das diese 5 OG-Coins waren vom letzten Bullrun, die letztendlich nur eine 16x gemacht haben und keine 50, 60, 70x wie die anderen neuen Projekte? Warum? Warum dann nur auf 5 fixieren? Mach dir einfach, guck dir die stabilsten Projekte an, hau da dein Geld rein, das sind 20 bis 25 Coins ungefähr, und dann fährst du doch gut. Wenn da 10 davon nicht so gut performen und 15 davon komplett ausrasten, da hast du doch perfekt agiert. Darum, ich weiß nicht, ich würde das nicht machen, nur 5 Coins, würde ich auf keinen Fall machen.